Moin Leute, heute schauen wir uns den SV Werder Bremen an, welche Transfers sie im Winter getätigt haben und dann gucken wir mal in EFC rein, wie gut diese Spieler denn letztendlich sind. Fangen wir an mit dem ersten Spieler, Julian Malatini. Julian Malatini wurde verpflichtet von Defensa y Justicia, wenn man es so hoffentlich spanisch ausspricht. Ich habe es versucht. Er kommt aus der Liga Profesional de Fútbol aus Argentina. Muss man, also aus Argentinien, ja. Ja, gut, genug jetzt dafür, okay. Und er ist ein Rechtsverteidiger. 1,90 Meter groß. Das ist heftig. In EAFC hat er ein 67er Rating und ein 74er Potenzial. Das ist recht ordentlich. 22 Jahre alt ist er. Und er kam für stramme 2 Millionen Euro aus Argentinien rüber nach Europa. Hier in EAFC ist eine gute Backup-Lösung. Man muss sagen, Weiser ist ja nicht mehr der Jüngste. 29 Jahre alt. Da kann man mit Malatini vor allem in der Fünferkette, wenn der Typ die Anweisung hat, mit in den Strafraum reinzukommen, der kann er mit 1,90 Meter alles reinköpfen. Den nächsten Neuzugang, den wir uns angucken, ist Skelly Alvero. Skelly Alvero kommt für eine Leihgebühr von 250.000 Euro aus der Ligue 1 von Olympique Lyon. Jetzt sind wir also im französischen Markt unterwegs. Und Skelly Alvero ist ein Sechser in EAFC. Ist am Anfang dieser Karriere 21 Jahre alt und ist über 2 Meter groß. Und ich würde ihn ja nicht immer unbedingt in die Innenverteidigung ziehen, weil er hat halt gute Werte. Er ist für seine Größe nicht allzu langsam. Das könnt ihr übrigens natürlich alles hochtrainieren, ist ja klar. Er hat ordentliches Dribbling und seine Kurzpässe sind auch nicht schlecht. Der startet in EAFC mit einem 69er Rating und hat ein 79er Potenzial. Also aus dem könnt ihr durch dynamisches Potenzial sogar noch was richtig Gutes machen sogar. Schauen wir uns auch hier seine Konkurrenz auf seinen Positionen an. Da haben wir mit Romano Schmid und Bittencourt auf jeden Fall stärkere Spieler. Und ich weiß nicht, wie man diesen Spieler ausspricht. Ich höre immer Stay oder was auch immer. Ich versuche es gar nicht erst. Die Konkurrenz Lünen und Groß. Ja gut, Navigator ist stark, aber trotzdem, der ist ja eh immer verletzt. Übrigens, diesen Isaac Hansen Aröen oder wie man ihn ausspricht, den gibt es nicht in EAFC. Vielleicht wird er hinzugefügt, keine Ahnung. Er kommt nämlich von der U21 von United. Deswegen schreibt gerne einen Verein rein, den ich beim nächsten Mal für dieses Format benutzen soll.